Onkel M, Tantchen. Hm, was ist denn, Bobby? Musst du mal aufs stille Örtchen? Ich erinnere mich. Meine verlorene Erinnerung. Ich habe sie alle wiedergefunden. Jetzt gerade. Was? Yay, Bobby hat sein Gedächtnis wiedergefunden. Das ist ja toll. Wir haben das Schokoland gerettet, die blaue Luftschlange gelöst. Wir haben es echt krachen lassen. Stichwort krachen lassen. So ging es mir mit dem Feuerwerk und plötzlich waren alle Erinnerungen wieder da. Ich weiß wieder, wer ich bin. Ich weiß wieder, wo ich herkomme, aber... Aber die neuen Erinnerungen von uns zusammen, das sind wirklich die besten. Onkel M, Olivia, danke, dass ihr euch um mich gekümmert habt. Ich werde euch niemals vergessen. Ganz großes Ehrenwort. Ich wünsche euch viel Erfolg auf eurer Reise. Ich hoffe, dass ihr beide... Was redest du denn da, Bobby? Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir jetzt getrennte Wege gehen müssen, bloß weil du deine Erinnerungen zurück hast. Wir müssen uns doch die andere Luftschlange lösen, meinen Bruder aufhalten und den Pilzpalast retten. Hast du das etwa schon vergessen? Und diesem Video ein Like geben, Mann. Und du gehörst doch auch zum Team. Also hör auf damit, hier groß Abschiedsreden zu halten und komm ins Boot und lass ein Abo da, Mann. Ach, ihr zwei bringt mich echt noch zum Heulen. Und Bob-Oms dürfen doch nicht nass werden. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ich bleibe bis zum Schluss bei euch. Versprochen. Ah, das ist ja alles so bewegend. Sogar noch bewegender als die Stromschnellen. Baba! Das haben wir klasse hingekriegt. Die eine Luftschlange weniger. Und jetzt nehmen wir uns die gelbe vor. Jetzt müssen wir auch das Tor passieren können. Baba! Hüpft rein, Landratten! Der nächste Halt dieser Flüster ist der Krepppapier-Canyon. Ganz genau. Und damit erstmal, hier Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. Und guys, für die, die es nicht wissen, Bobby hat ja vergessen, wer ist, was er ist und wieso er überhaupt hier ist. Und scheinbar hat er sich jetzt durch dieses krasse Feuerwerk daran erinnert. Ich bin mega geil. Guys, für die Leute, die nicht wissen, was Refolded ist, Schande über euch. Refolded ist eine Fanmod von Hunter Xuman, der sich darum kümmert, diesem Spiel wieder diesen typischen Paper Mario Charme zurückzugeben, den Paper Mario 1 und Paper Mario 2 hatten und den es seit Paper Mario 3 einfach nicht mehr gibt. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit euch hier weitermachen zu können. Ganz genau. Jetzt haben wir ein wenig Zeit. Erzähl doch mal, Bobby. Was hast du denn so gemacht, bevor wir uns getroffen haben? Oh, tja, das weiß ich gar nicht. Wo ich anfangen soll, weißt du? Wie das ist, manchmal passiert einfach alles gleichzeitig. Alles gleichzeitig? Puh, das klingt ja richtig anstrengend. Aber ich glaube, das Gefühl, das kenne ich. Stimmt ja, dein Bruder hat ein ganz schönes Durcheinander angerichtet. Wir sitzen wohl alle im selben Boot. Ganz wortwörtlich. Ich bin so lustig. Da hast du recht, du bist nicht wirklich lustig. Aber auch weiterhin werde ich mein Bestes geben. Finden wir die nächste Luftschlange und halten meinen Bruder auf. Das ist doch eine fabelhafte Idee. So, da wären wir. Hier ist der wunderschöne Krepppapier-Canyon. Baba! Das hier ist der letzte Halt, flussabwärts. Danke für die Fahrt mit uns. Wir wünschen einen schönen Aufenthalt. Sieh dir das an, diese Felsen. So was könnte man sich nicht in seinen kühnsten Träumen vorstellen. Ich kenne Talfalten, aber das hier, das ist ein richtiges Tal. Na gut, dann schauen wir uns doch mal im Krepppapier-Canyon um und schauen, was uns noch für Naturwunder erwarten. Und lass uns der Luftschlange folgen. Eine fabelhafte Idee. Oh mein Gott, ich bin ja kurz vor Tod. Ein Superpilz sollte doch da ein bisschen Gewissheit verschaffen. Oh, der heilt nur 30. Ja, und da vorne ist ein Gegner, weißt du? Zwei Pilze sind besser als keiner. Let's go. Ich frage mich, wie der Typ eigentlich wieder nach oben kommen will durch die Stromschnellen. Hier ist eine Bank. Bin ich eigentlich der dümmste Mensch der Welt? Ja, bin ich, Guys. Das ist mal schon wieder ein Grund, einfach abzuschalten. Für die, die es nicht wissen, auf einer Bank können wir uns komplett voll heilen. Und nun ja, ich habe gerade zwei Pilze verschwendet. Aber wir können ja theoretisch auch wieder welche kaufen. So ist ja nicht. Wir haben ja ganz schön gut Cash. Aber erstmal stellen wir uns den Typen, wollte ich sagen, aber müssen wir gar nicht. Der Typ lässt sich mit einfachem Gerede mit einem großen Hammer in der Hand aufhalten. Das ist schön. Dahinter versteckt sich ein Gegner. Da drin versteckt sich ein Gegner. Ich dachte, das wäre voll das krasse Versteck. John halt nicht. Dann halt nicht. Oh boy, hello. Oh, gegen den müssen wir kämpfen. Da stellt sich mir die Frage, sind die neu? Ich glaube, ich habe noch nie einen Monty gesehen in dem Spiel. Aber sure bin ich mir nicht. Sure, so wie mein Mikrofon. Ich bin so unlustig schon wieder, Leute. Okay, wir steppen rein. Ja, easy. Megasprungstiefel, ihr wisst Bescheid.
What the hell ist gerade passiert? Akzeptieren wir einfach, warum aus unseren Bohrstiefeln ein Hammer wurde. Damit können wir aber allen richtig fett Damage drücken. Oh boy, die leben noch. Bodycheck. Let's go, Gegner ist am Zug. Die sind legit neu. What the hell? Das macht Sinn auf jeden Fall. Ein Gegner, wie viel Schaden machen wir mit denen? Das habe ich auch noch nicht geguckt. Der arme Dude kriegt einfach 27 Damage in sein Gesicht gedrückt. Mit Stacheln an unseren Schuhen. Boy, die überleben das? Okay, nur der erste, aber der wird von Bobby jetzt komplett aus dem Leben gezündet. Ratatata, Bobby ist wieder da. Let's go. Okay, wir haben Pilze doch nicht verschwendet. Ich habe nie was gesagt, aber wir müssen ganz kurz, Geist, ein bisschen hier unsere Ausrüstung sortieren. So, das nächste Loch wäre auch hiermit gestopft. Die Musik hier ballert aber auch anders. Die ist vielleicht todlangweilig, aber die ballert. Ja, let's go. Diese Luftschlange geht immer weiter. Das ganze Tal hindurch und darüber hinaus. Es sieht so aus, als müssten wir durch diesen Tunnel, um zur anderen Seite zu gelangen. Ich denke schon, ja. Da ist noch ein weiteres Loch, was wir stopfen können. Das waren schon alle? Oh, hallo. Olli! In der Tat, ist es schon eine Weile her, hm? Oh, du hast den Pilzpalast gestohlen, in Luftschlangen eingewickelt und unzählige Toads zerknüllt. Warum machst du denn sowas? Das ist richtig gemein. Ach, Schwesterherz, du siehst alles immer so zweidimensional. Ich füge diesem flachen, einfältigen Land nur eine neue Dimension hinzu. Du bist doch selbst Origami. Wie kannst du die Genialität meines Plans nicht verstehen? Ich erschaffe ein Origami-Königreich. Eine Welt für Origami? Aber gefaltetes Origami und glattes Papier können doch auch friedlich zusammenleben. Du musst diesen netten Papierleuten gar nicht so gemein sein. Das ist einfach nicht richtig. Du musst sofort damit aufhören. Nun denn, ich dachte, dass du vielleicht vernünftig sein würdest. Aber wie ich sehe, war das ebenfalls ein Irrtum. Seit du dich mit diesem Mario zusammengetan hast, warst du ein Esel zu meinem genialen Plan. Aber jetzt ist Schluss. Dieser Weg sei euch hiermit verschlossen. Jetzt wird der Origami-Thron neben mir leer bleiben. Aber sei's drum, in Kürze wird sich hier mein Origami-Königreich erheben. Also leg dich einfach etwas hin und erwarte den großen Moment, du Flachzange. Dieser Fels, er bewegt sich kein Stück. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Tantchen, Tantchen, geht es dir gut darunter? Es geht ihr einigermaßen. Aber so plattgedrückt zu werden, das kann für Origami gar nicht gut sein. Wenn wir nicht bald was unternehmen, wird sie noch permanent geknickt werden. Was können wir nur tun? Ja, es geht nicht anders. Ich weiß, wie wir Olivia retten können, Onkel M. Wir müssen es einfach... Setzen wir die Segel. Wir müssen zum Hafen von Toadtown. Von dort aus in Richtung weiter Ozean in See stechen. Ich weiß, dass es jetzt verrückt klingt, Olivia zurückzulassen. Aber du musst mir vertrauen, Onkel M. Bitte was? What the hell? Ich komme da wirklich nicht durch? Okay. Dann lass uns mal zum Hafen in Toto zurückkehren. Und what the hell ist eigentlich mit König Olli falsch, seine eigene Sis einfach fast zu töten? Okay. Es ist immer eine gute Idee, im Shop vorbeizuschauen. Und was ist das? Das ist neu. Erhöht die Angriffskraft aller Teammitglieder? Hä, wie insane ist denn bitte diese Mod?
Also erstmal natürlich Silberzeit Plus kaufen, ist ja klar, für 50. Ja, das ist schon expensive. Aber dass alle Teammember stärker sind, ist ja insane. Das hier sieht doch nach einem Schiff aus. Ah, Mario, du bist's. Erinnerst du dich noch an mich? Du hast mich vor einer Weile auf der Herbsthöhe befreit. Naja, ist egal. Möchtest du zum Ozean aufbrechen? Ja, warum denn nicht? Wir sind ja jetzt tatsächlich gut ausgerüstet für den weiten Ozean, auf dem wir uns nun befinden. Und es sieht sehr leer aus. Okay. Oh, noch eine Luftschlange? Die sind ja wirklich überall, die Dinger. Vielen Dank, dass du mich zum weiten Ozean gebracht hast, Onkel M. Ich habe einen Plan, wie wir das Tantchen retten können. Aber dafür brauchen wir ein spezielles Item. Und das finden wir auf dem Luxuskreuzer MS Beach. Der sollte irgendwo hier auf dem Meer schwimmen. Zumindest hoffe ich das. Jedenfalls können wir mit dem Item das Tantchen schneller retten, als du Schnipselschächtelchen sagen kannst. Schnipselschächtelchen? Ach, da hat's nicht geklappt. Schade. Guys, es war mir eine Ehre. Wir hören auf. Lol, ist das so huge? Okay, wir sollen... Da habe ich richtig gelesen, oder? Turbo und so, okay. Es gibt mir... Der Vogel gibt mir irgendwie so ein bisschen... Nein, ich habe nichts fallen gelassen. Die schönen Münzen, den Bach runter. Irgendwie gibt mir das voll Angry Birds Vibes. Aber egal. Leute, da hätten sie ja Riesenfische. The heck? War vielleicht nicht die smarteste Idee. Das hier sieht auf jeden Fall nach einem Luxus-Kreuzfahrtschiff aus. Das ist die Onkel M. Die MS Peach, die ist aber sehr klein. So Luxus dann doch nicht. Wahrscheinlich ist die Perspektive ja... Ja, alles klar. Einfach 100-mal größer auf einmal. Ah, das berühmte Kreuzfahrtschiff. Die MS Peach. Baba, sie ist erst neulich wieder an den See gestochen. Warum dümpelt sie denn hier so herum? Die sieht sehr verlassen aus, actually. Wir werden sehen. Der Schlüssel zur Rettung vom Tantchen ist auf diesem Schiff. Wir müssen in die VIP-Kabine auf dem Oberdeck. Gleich im Schiffsfoyer ist ein Aufzug. Da sollten wir hin. Okay. Aber es ist zu ruhig. Zu ruhig. Okay. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht sehr weit. Schiffsfeuer, wir müssen hier rein. Ist nur so eine Idee. Ja? We will see. Wow, sieht ja noch schlimmer aus, als ich es in Erinnerung hatte. Du fragst es sicher, warum das ganze Schiff so lädiert ist. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir später mal, in Ordnung? Schnell in den Aufzug dort hinten. Und auf zur VIP-Kabine. Hier habe ich kein gutes Gefühl. Ich tatsächlich auch nicht. Die Musik ist extrem creepy für ein Mario-Game. Also nicht vergleichbar mit Haunted Mansion aus Mario 64, aber trotzdem. Jetzt hör mal, also echt, du kannst doch nicht einfach hier so losschreien, meine armen Nerven. Ich glaube, dieser Tod gehört zur Crew. Gönnen wir ihm seine Ruhepause. Der hat auf jeden Fall Sachen gesehen, die kann ich mir in meinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen. Oh ja, let's go, komm hier rein, zack, bam, ja. By the way, weil ich ja gerade einen Kampf hatte, Bobby macht jetzt anstatt 20 Damage 30 Damage. Insane. Oh, komm, gib mir das Konfetti, ja. Konfetti, Konfetti, ja, lecker, schmeckotastisch. Mehr unendlich, ja. Boy! Das war nicht der Plan. Schnell weg hier. Die sind auch wieder despawned. Skurril. Der Aufzug ist kaputt. Das soll ein Witz sein, oder? Wegen der Musik dachte ich, irgendwas Spannendes passiert jetzt. Aber einfach gar nichts. Wie random. Naja, scheint so, als wäre auf dem ganzen Schiff der Strom ausgefallen. Deswegen leuchten ja auch keine Lichter. Hätte mir vorher schon auffallen sollen. In welchem Teil des Schiffs wird wohl Strom erzeugt? Irgendeine Idee, Onkel M? Ich denke mal, weiß ich nicht. Kein Plan. Wie creepy das ist. Ich habe richtig Angst. Okay. Das ist tot. Wow. Diesen Raum hat es ja wirklich übel erwischt, Mario. Hier war es immer so schön. Man konnte durch die Fenster das ganze Meer sehen. Also fast.
Einmal dafür bitte für die Leistung mal wieder ein Like da lassen. Hab ich an der Stelle wieder verdient. Ihr wisst Bescheid. Gib mir doch bitte erst die Coins. Boah, ich bin krass. Ich bin krass drauf. Ja, das sah sehr sass aus. Ich glaube, ich muss sie trotzdem bekämpfen. Dann lass uns mal dieser leckeren 100er-Coin entgegenspringen und schauen, was uns hier draußen erwartet. Bevor wir speichern, gehen wir nochmal hier. Was war das? Gibt's hier drin? Crew-Eingang, Zutritt verboten. Okay, sorry. Und hier gibt's den Speicherblock. Das war jetzt nichts Gutes, Guys. Checkt dieses Video ab für richtig krasse Gaming-Fakten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.